In diesem Video-Tutorial möchte ich Ihnen die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten Ihres Weblogs vorstellen. Ich möchte genauer auf das Design Ihres Blogs eingehen, die Plugin-Verwaltung sowie die Nutzerverwaltung. Zunächst einmal schauen wir uns nochmal unseren neu eingerichteten Blog an, gehen dafür hier oben in der Top-Navigation auf Meine Blogs und den Blog, den Sie verändern möchten. Sie sehen hier, das ist das Standard-Theme des Weblogs. Das heißt, immer wenn Sie sich einen neuen Blog anlegen, wird dieses Theme auch ausgewählt, dieses Kubrick-Theme. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie auf das Dashboard wechseln, also meine Blogs, Auxys Welt Dashboard, haben Sie die Möglichkeit, unter Designs dieses Aussehen zu verändern. Wir haben Ihnen eine Reihe von verschiedenen Themes zur Verfügung gestellt. Hier können Sie zwischen 103 Themes wählen. Ich gehe jetzt einfach mal zufällig vor und wähle zum Beispiel dieses Theme hier. Sie haben die Möglichkeit, zunächst eine Vorschau anzuzeigen, indem Sie hier draufklicken auf Vorschau. Und wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie einfach auf Aktivieren und dann wird in diesem Moment auch das Theme für Ihr Blog aktiviert. Gehen Sie hier oben auf diesen Button mit dem Namen Ihres Weblogs, kommen Sie auf die Startseite zurück Ihres Blogs und sehen, okay, das neue Theme wurde aktiviert. Eine weitere Einstellung, die Sie unter diesem Punkt Designs vornehmen können, ist die Darstellung der Sidebar, also diese Elemente, die hier in der Seite integriert worden sind. Wie das funktioniert, möchte ich Ihnen auch zeigen. Und zwar gehen wir dafür wieder zurück aufs Dashboard. Wir wählen wieder Designs und Sie haben hier die Möglichkeit, unter Widgets die einzelnen Widgets festzulegen. Bei meinem Theme, was ich hier verwende, stehen zwei Sidebars zur Verfügung, wie Sie hier sehen. Das kann aber von Theme zu Theme unterschiedlich ausfallen. Das heißt, es kann auch mal sein, dass hier nur eine Sidebar dasteht oder auch weitere Sidebars dastehen. Um dieses Design jetzt nun zu verändern, um neue Elemente dieser Sidebar einzufügen, haben Sie hier vorgefertigte Widgets, die Sie einfach per Drag and Drop von dieser Seite in die Seite ziehen können. Also zum Beispiel könnte ich die Kalenderfunktion in die Sidebar 1 ziehen. Ich kann die Seiten meines Blogs in die Sidebar 2 zum Beispiel ziehen. Und ich kann auch einen Suchbalken noch vielleicht in die Sidebar 2 einfügen. Und wenn ich das getan habe, man sieht diesen kleinen runden Kreis, der sich eben aufgetan hat, das wird immer automatisch gespeichert. Das heißt, Sie können zwar hier extra nochmal auf Speichern klicken, aber es wird automatisch immer diese Veränderung gespeichert. Sie können hier auch einen speziellen Titel angeben. Das heißt, manche Widgets bieten auch die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Hier würde ich vorschlagen, dass Sie einfach mal die verschiedensten Widgets testen, schauen, welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt und dann im Frontend, also in der Voransicht, in der Ansicht, die alle sehen, schauen, was sich verändert. So, wir wechseln nochmal auf die Startseite und sehen nun, dass sich in meiner Sidebar dieses integriert hat, der Kalender auf der linken Seite und die Seiten auf der rechten Seite sowie die Suchfunktion. So viel zu den Designs. Ein weiterer Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist die Plugin-Verwaltung. Dazu gehen wir wiederum auf das Dashboard unseres Weblogs und gehen zu dem Reiter Plugins. Plugins sind Erweiterungen der Blog-Software. Wir haben für Sie verschiedenste Plugins zur Verfügung gestellt. Im Moment sind dieses hier in diesem Tutorial nur drei. Das wird sich aber im Laufe der nächsten Wochen noch erweitern. Sie haben die Möglichkeit, diese von uns zur Verfügung gestellten Plugins zu aktivieren. Zum Beispiel gibt es hier das Plugin Podpress, was es Ihnen ermöglicht, Ihren Weblog in einen Podcast zu verwandeln, sodass Sie Audiodateien integrieren können und Videodateien integrieren können. Oder Sie können über den Flickr-Manager Ihren Weblog mit Ihrem Flickr-Account verbinden, um dort zum Beispiel Bilder abzulegen. Hierzu wird es jedoch nochmal ein gesondertes Videotutorial geben. Genau. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, die bereits von uns installierten Plugins
unter Einstellungen zu administrieren. Ich möchte Ihnen hier vorrangig ein Plugin zeigen, was Sie sich auf jeden Fall mal anschauen sollten und konfigurieren können. Und zwar ist das der TinyMCA Advanced Plugin. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit festzulegen, wie Ihr WYSIWYG, What You See is What You Get Editor aussieht, den Sie zum Schreiben von Artikeln und Seiten verwenden. Das heißt, Sie können hier festlegen, welche Elemente innerhalb dieses Editors angezeigt werden. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Zum Beispiel hier möchte ich gern, dass die Tabellensteuerung mit angezeigt wird. Ich ziehe das einfach per Drag and Drop in diese Leiste. Sie sehen, es bleibt hier hängen. Dann gehe ich auf Speicherung der Änderungen. Und wenn ich jetzt auf das Anlegen von Artikeln gehe, hierzu wird es übrigens auch noch ein Tutorial geben, wo das genau vorgestellt wird, und hier auf Bearbeiten dieses Artikels gehe, sehen Sie, dass auch in diesem Editor die Tabellen-Buttons mit eingefügt worden sind. So viel zu den Plugins und der Plugin-Verwaltung. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Funktion oder Einstellungsmöglichkeit zeigen, und zwar die Benutzerverwaltung, weil es, wie gesagt, wie ich in einem anderen Videotutorial Sie schon darauf hingewiesen habe, es die Möglichkeit gibt bei den Privatsphäre-Einstellungen, dass man nur registrierte Nutzer zu einem Blog zulässt. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass Sie unter Benutzer weitere Nutzer zu Ihrem Blog hinzufügen. Dazu müssen Sie allerdings die genaue Login-Kennung dieses Nutzers kennen und diese hier unter Add User angeben. Ich werde das hier mal vorführen, indem ich den Account von Thomas Bernhard mit hinzufüge und ihn als Abonnent hinzufüge. Also, das heißt, hier können Sie die Rolle auch festlegen. Wenn ich das getan habe, sehen Sie hier, neuer User ist geaddet worden, und wenn ich hier draufklicke auf Autoren und Benutzer unter Benutzer, dann sehen Sie, dass Auxi, also der Test-Account-Nutzer, hier drinne steht und Thomas Bernhard, den ich eben angelegt habe. So viel zu diesem Videotutorial, in dem ich Ihnen die erweiterten Einstellungen Ihres Weblogs vorgestellt habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.